So, jetzt gehen wir in die Kneipe. In die Kneipe. Da, 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 da. In die Kneipe. Wo wir den letzten Cocktail trinken und somit Xaviers Questreihe abschließen. The town feels kind of weird. Yep. Mein Montagscocktail ist ein Tequila Sunrise. Kantiger Tequila, abgerundet mit dem süßen Duft von Grenadine. Darüber legt sich die herbe Säure des Orangensafts. Ein Crescendo der Farben und der Aromen. Genau wie ein strahlender Sonnenaufgang ist dieser Cocktail der perfekte Auftakt für eine neue Woche. Yeah. So gesehen ist es tatsächlich ein überraschend guter Montagscocktail. Eine Frage aber, Xavier. Kennen Sie den Film, der nach diesem Cocktail benannt ist? Tequila Sunrise, Robert Towne, 1988? Ein Meisterwerk, das wirklichkeitsnah und scharfsinnig die Komplexität menschlicher Beziehungsgeflechte abbildet. Durchschnittliche Filme bemühen sich darum, ihre Figuren in sich schlüssig darzustellen. Aber dieser Film macht es anders. Er versucht, das Handeln der Figuren realistisch darzustellen. Warum handelt diese Figur in dieser Situation so und so? Und was empfindet sie dabei? Der Film ist voller Szenen, die für den Betrachter schwer verständlich sind. Und das ist einfach genial. Realistische Persönlichkeiten kommen in Filmen normalerweise nicht vor. Denn wirkliche Menschen handeln selten vernünftig oder konsequent. Da habe ich ehrlich gesagt schon oft dran gedacht. Das habe ich mir schon so oft gedacht, wenn drüber diskutiert wird, dass irgendwelche Filme unlogisch sind, weil Figur A oder B hier irgendwas Unlogisches macht oder irgendwas Komisches macht oder nicht Nachvollziehbares macht. Da habe ich mir schon so oft gedacht, ja, aber echte Menschen machen doch ständig unnachvollziehbare und komische und seltsame und unlogische Sachen. Ist es nicht realistisch? Aber irgendwie, ich habe ja auch das Gefühl, irgendwie haben wir beim Betrachten vom Film immer das Gefühl von, ist total unrealistisch, kein Mensch würde so reagieren. Aber ich glaube, in Wirklichkeit weiß man nicht, wie Menschen reagieren würden. Alle möglichen Handlungsweisen würden getroffen werden, wenn man nur genug Menschen in diese Situation steckt. Aber ja, genau. Und diese Tatsache bringt der Film auf geniale Weise zum Ausdruck. Ganz und gar ein Meisterwerk. Ich kann Ihnen den Film nur empfehlen. Weißt du, ich schaue eigentlich gar keine Filme. Bitte, was? Ich bin einfach zu beschäftigt. Wenn man tagsüber mit dem Saxophon übt und nachts als Barkeeper arbeitet, dann hat man einfach keine Zeit für Filme. Yeah. Zack, mir fehlen die Worte. Was für eine Tragödie. Woche für Woche mischt der arme Kerl hier seinen Tequila Sunrise, ohne den Film jemals gesehen zu haben. Owl's Nest hat das Menü erweitert. Ich habe jetzt an jedem Wochentag einen Cocktail getrunken. Damit hätte ich meine Pflicht erfüllt, oder nicht? Pass mal auf, Fat. Achso, pass mal auf, Fat. Wie viele Tage hat die Woche? 7. Und an wie vielen Tagen hat die Bar geöffnet? Sonntags ist Ruhetag, also an 6 Tagen. Ich habe aber gesagt, es gibt einen Cocktail für jeden Wochentag. Yeah. Zack, jetzt spricht er auch noch in Rätseln. Stimmt doch, oder? Jetzt bin ich mir nicht sicher, wenn da steht, stimmt doch, oder? Würde er dann in der englischen Synchro auch yeah sagen? Ich werde es so machen ab jetzt. Wo sollen wir am Sonntag einen Cocktail trinken, wenn die Bar zu hat? Ha, das gilt es wohl herauszufinden. Nein, ich dachte, ich hab alle. Oh nein, wir sind leicht angeschwipst. Na, das wird wieder ein Abenteuer jetzt da draußen. Auf jeden Fall, wo sollen wir denn wirklich? Müssen wir Sonntag den suchen irgendwo? Wahrscheinlich. Damit er uns seinen letzten Cocktail zaubert. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, Kirchensteuer ist eine unglaubliche Unverschämtheit. Sollte es nicht geben in einem säkulären Staat. Das geht überhaupt nicht. Da gibt's keine Diskussion. Der Staat treibt nicht für irgendwelche Kirchen Geld ein. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das war im Mittelalter okay. Das ist heute nicht mehr in Ordnung. Das geht einfach nicht. Weil wenn, dann können ja die Gläubigen natürlich trotzdem an ihre Kirche zahlen. Kann man ja so ein Abo abschließen oder was weiß ich was, wie man das dann macht. Aber dass das staatlich geregelt wird, das ist indiskutabel. Das geht wirklich nicht. Finde ich absolut nicht okay. So. Gut. Dann war das zwar nicht der letzte Cocktail, aber wir haben einen Cocktail getrunken. Was haben wir denn jetzt? Hauptstory ist jetzt, untersuchen Sie genau das komische Brückendingensbummens da. Stimmt. Das können wir momentan nicht machen. Das können wir auch nicht machen. Ja, Danny. Wenn ich wüsste, wo Danny ist. Wenn ich wüsste, wo sich Danny jetzt rumtreibt, damit man ihm seinen Finger, also seinen Arm samt Ring geben könnte. Das wäre gut. Und wo man Thymian herkriegt, wäre auch interessant. Dann ist noch das mit dem Cocktail. Ah ja, genau, mit Schüttelfrost zum Arzt gehen. Wisst ihr was, ich fahre jetzt nochmal in die blöde Kirche. Ich bin betrunken und krank und will jetzt vom Arzt behandelt werden, verdammt. Irgendwann muss sie ja mal da sein. Das Abo-Deluxe-Paket für 9,99 im Monat. Jetzt mit 3 inklusiv Sünden. Ja, genau. Extra Deluxe-Himmel. Wenn Sie jetzt das 20-Euro-Abo abschließen. Ah, hier steht er jetzt. Da ist er, aber er ist draußen. Mist. Werden Ihnen nicht nur alle Sünden vergeben, sondern Sie bekommen diesen goldenen... Mir fällt nichts Religiöses ein. Gratis mit dazu. Beyond words. An ominous wind blows today. Schon gut, ich geb's ja zu, ich rauche. Genau wie du, mein Sohn. Aber ich bitte dich, behalte es für dich. Vergiss nicht, ich bin der geschätzte Pastor, der Hüter über die verirrten Schafe dieser Gemeinde. Es ist der Wille des Herrn, dass ich diesen Ruf nicht verliere. Na, wenn's der Wille des Herrn ist, dass keiner weiß, dass du rauchst. Ich finde ihn einfach witzig. Ach ja. Ach ja, genau. Es gibt noch 2 Sachen, die ich noch machen wollte. Ich muss zum Kühlhaus fahren. Weil dieser große Kerl, dieser Riese, der, von dem habe ich auch noch keine Sidequest bekommen. Und das finde ich komisch. So far on our travels across the states. Zach, I'm right, Arda. This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts and farmland. Small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago and... Zigaretten? Stimmt, es gibt gar keine Zigarettenautomaten. Ich hätte mir irgendwo Zigaretten kaufen sollen, Mensch. Weil ich würde es gerne um 18 Uhr nochmal versuchen. Wisst ihr was? Jetzt gehe ich mal kurz die Fotos durch, ob wir hier irgendwas abhaken können. Ich glaube, das ist hier ganz in der Nähe. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Das ist nämlich entweder das oder das Gebäude, glaube ich. Eins von beiden. Da könnten wir schnell hochskaten und dann ist vielleicht endlich Arztpraxiszeit. Der nervt mich wirklich. Entweder ist er Pfarrer oder er ist Rauchen. Mieser Arzt. Was soll denn das? Hey Zach, it looks like we were right on the money. Oh, Mist. Wenn man betrunken Skateboard fährt, sollte man wenigstens nicht auf den Chat gucken. Betrunken skaten ist ja schon schlimm genug, aber dann noch Textnachrichten lesen. Pitiful. Pitiful, pitiful. So, das Gebäude auf dem Foto dürfte nämlich ziemlich sicher das sein. Das ist das einzige riesige Backsteinhaus, das mir einfällt. Wir müssen nur die richtige Seite finden. Ich schaue es mir nochmal an. Oh! Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Das sieht schon sehr anders aus. Vielleicht ist es doch was anderes. Aber, damn, das da drüben ist es ziemlich sicher nicht. Wo ist noch so ein großes Backsteinhaus, wenn es das hier wirklich nicht ist?
Ah, hier. Das könnte vielleicht eher sein, oder? So eine große Lierwand. Naja, aber das Schrägdach stimmt nicht, oder doch? Ah, doch, das könnte hinkommen. Die Perspektive, ja, das stimmt, glaube ich. Wir müssen nur ungefähr den richtigen Platz finden. Hier müsste das doch irgendwo sein. Aber das müsste stimmen. Ich finde nur die Stelle nicht, aber das muss... näher ran vielleicht? Doch. Ich kann immer die Entfernung ganz schlecht abschätzen. Aber das muss es, das ist es hundertprozentig. Ich erkenne es, wenn so ein kleines blaues Ausrufezeichen über seinem Kopf erscheint, dass ich an der richtigen Stelle bin. Das gibt's ja nicht. Manchmal muss man auch viel weiter weg sein, als ich denke. Ich versuch's mal hier auf der Straße oder so. Komisch. Ach, komm schon, Spiel. Ah, hier haben wir es. Okay. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen feintunen. Nee, genau. Perfekt. Wunderbar. So, eine Viertelstunde Ingame totgeschlagen. Noch eine Viertelstunde. Verprügeln wir Eichhörnchen. Das ist immer gut. Wenn schon welche hier sind. Ihr kleinen diebischen Ungeheuer. Kommt doch her, wenn ihr was wollt. Nix da! Mein Gummischrot klauen die einfach. Oh, wenn die zu zweit kommen, das ist immer gefährlich. Bleib hier, Mensch. Was hätte er mir denn... Ich hab's nicht mehr geschafft. Mir wurde irgendwas geklaut. Die nehmen auch Items, die am Boden liegen, glaube ich, oder? Kann das sein? Diese diebischen Eichhörnchen. Ich frage mich, warum die Eichhörnchen gemacht haben. Bei Waschbären wird das ein bisschen mehr Sinn machen, dass die mir Sachen klauen und damit weglaufen. Warum Eichhörnchen? Das ist schon komisch. Aber ja, so ist das halt in einem Swery-Spiel. Okay, das war ein Spaß. Friedhof. Friedhof ist doch auch ganz in der Nähe, oder? Wir könnten auch das Bild vom Friedhof noch schnell suchen hier. Machen wir. Warum nicht? One lollipop. Two lollipops. Three lollipops. Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Ich fände es lustig, wenn die irgendwie einen Filter drüber gelegt hätten, dass er sich betrunken anhört, wenn er seine Sätzchen betrunken aufsagt. Oder extra Sätze dafür gemacht hätten. Noch besser. Leonard Domen, a.k.a. Professor R. How could such an... Ah, Moment mal, zu dir will ich gar nicht. Ich will eigentlich... Das muss irgendwo in der Nähe von dem Totengräberhäuschen sein. Ich wüsste sonst kein Haus. Aber vielleicht... Na, schauen wir mal. Nee, das ist schon hier irgendwo. Man sieht die Grabsteine von hinten. Oh, Bienen! Killerbienen! Nehmt das, Killerbienen. Den haben wir es gezeigt. So, wo waren wir stehen geblieben? Da will man gemütlich nach diesen komischen Lilien suchen am Friedhof und wird dann von Killerbienen attackiert. Ah, warte mal, ich muss eigentlich hinter dem Grab... Der Grabstein muss mit auf dem Bild sein. Hm, krieg's nicht hin. Das sieht doch gut aus, ja, das passt. Cool. Das ist ja wirklich gemein. Ich will auch Pizza. Aber für mich gibt es keine Pizza. Nie wieder. Ich habe ja schon erzählt, glaube ich, oder? Dass ich jetzt unsere Merlins und meine... Also, ich rede in der Einzahl, in der Ich-Form, weil ich fürs Kochen zuständig bin und so. Dass ich jetzt unsere,
unsere Kalorien noch weiter gesenkt habe, unsere täglichen pro Mahlzeit. Deswegen gibt es jetzt wirklich nur noch kleine Portionen von gesunden Sachen. Ich meine, gesund haben wir eigentlich schon lange gegessen, aber jetzt halt auch Kalorien reduziert. Why do you think the Clarkson? Und Samstag ist aber Ausnahmetag und auf den freue ich mich schon. Das ist schon eigentlich cool, wenn man so ein bisschen, also Diät macht oder so eine Ernährung umstellt, wenn man dann so Ausnahmetage hat, weil dann hat man immer so eine Sache, auf die man sich wirklich freuen kann in der Woche. Das ist cool. Das ist auch psychologisch echt gut. Und diesen Samstag bestellen wir beim Asiaten. Wir haben nämlich ungelogen den besten Asiaten im ganzen Universum. Und ich muss es wissen, ich war bei mindestens 10 verschiedenen in meinem Leben. Aber der ist wirklich unglaublich gut. Ich war noch nie bei so einem guten Asiaten wie der, den wir jetzt hier in unserem kleinen Kaffin, das wir gezogen sind, haben. Super lecker. Wahnsinn. Wirklich toll. Und da waren wir früher öfter und bestellen jetzt auch immer wieder gerne. Das ist wirklich so geil. Selbst das Sushi ist super geil bei denen. Selbst das Gurkensushi ist super bei denen. Aber Avocado ist schon das Beste. Ja, Doktor, da bist du endlich. Ja, ja. An ominous wind blows today. So, reden. Das verrate ich nicht. Welches kleine Kaff das ist. Das ist geheim. Ich rede mal mit ihm. Aber warte, ich habe schon eine Quest von ihm. Das macht gar keinen Sinn, oder? Der Herr hungert! Oh, mein verlorener Sohn, so sei dein vor Schüttelfrost erbebender Körper Beweis deiner Frömmigkeit. Ja, ich glaube, wir haben die Quest geschafft. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich eine Erkältung oder Schüttelfrost habe. Das Spiel unterscheidet dann nämlich. Aber es war tatsächlich Schüttelfrost. Das war seine Quest. Damit ich wirklich irgendwie weiß, was es heißt, gesund zu sein, muss ich erst krank werden oder so. Priesterlogik oder so, keine Ahnung. Und wie, ich bebe. Mein ganzes Leben hat es mich noch nie so gefroren wie jetzt. Und überzeugt sie meine Fähigkeiten? Ja, ohne Zweifel. Du hast die Glaubensprobe bestanden und deine Daseinsberechtigung vor dem Herrn unter Beweis gestellt. Hier, als Zeichen meines Respekts, du kannst es rein gewissens annehmen. Erkältungsmittel. Da bin ich ja erleichtert. Also dann, Pastor, oder besser Doktor, jetzt werde ich diesen Schüttelfrost aber auch gerne direkt wieder loswerden. Würde ich ihn gern wieder loswerden. Keine Sorge, mein Sohn. Du hast hier nicht nur einen Geistlichen und Arzt, sondern auch einen stolzen Amerikaner vor dir. Drei verpflichtende Gründe sozusagen, der Bitte eines treuen Dieners unseres Staates nachzukommen. Denn das eine schließt das andere nicht aus. Ersehnst du Heilung, so komm in der Praxis vorbei. Verstehst du, mein Sohn? Und jetzt dreht er mir den Rücken zu und macht nichts mehr, während wir husten. Ganz genau. Der Asiate gehört mir ganz alleine. Und der Merlin. So, jetzt warte mal kurz. Ich will nochmal mit dem reden, weil jetzt hat er vielleicht eine neue Quest, jetzt wo wir die alte geschafft haben. Oh, mein verehrter Diener des Gesetzes, möchtest du dich nicht behandeln lassen, bevor du mir zur Hand gehst? Achte ab und an auch auf deine eigene Gesundheit. Du solltest doch wissen, wie wichtig diese ist. Ja, da hat er recht. Komm, Diagnose. Every superior investigator needs a solid bill of health. Ich glaube, das soll New Orleans sein. Nee, New Orleans ist es nicht. Aber es ist irgendwo in der Nähe, weil er sagt, dass er durch New Orleans gefahren ist, um hierher zu kommen. Es ist irgendein kleines, surreales Dörfchen direkt am Mississippi. Am oberen Kartenrand fließt der Mississippi entlang. Ärztlich untersuchen lassen.
Ich meine, guter Arzt ist er, da kann man nichts sagen. Für $10 heilt er alle Krankheiten, die es gibt. The Lord is always watching over you. Please return to us any time you wish. Und instant gesund. So, schauen wir mal, ob er was Neues hat. Weißt du, wie es sich anfühlt, vergiftet worden zu sein, mein Sohn? Ja, ist mir schon öfter passiert. Oh, wie überaus erbarmenswert. Dann wirst du sicher auch den geistigen Zustand eines vergifteten Verbrechers perfekt begreifen können. Worauf möchten sie hinaus? Perfektion existiert in dieser Welt nicht. Ach so, sagt noch Francis. Etwas, das ihnen als Gottesdiener besonders einleuchten müsste. Na gut, mit einer Vergiftung zu ihm kommen. Ich muss mir alle Krankheiten zuziehen für ihn. Oh, mein armes, verwirrtes Schaf, er verirrt wahrscheinlich. Genug von deinen hanebüchenen Ausreden. Der Herr hungert! Blicke in den Abgrund des Todes. Lasse Gift als Beweis deiner Frömmigkeit durch deinen Körper strömen, wenn du fürwahr ein Profi bist. So wirst du diesen Beweis vor dem Herrn zu erbringen wissen. Wohlan, kehre zu mir zurück, wenn das Gift deinen Körper zu zerfressen droht. Und wieder wurde uns eine unvernünftige, schwierige Aufgabe aufgehalst, Zack. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir uns vergiften und wieder hierher kommen, kurz bevor wir den Löffel abgeben. Das ist Nervenkitzel, garantiert. Aber das spornt mich nur zusätzlich an. Du weißt ja, wie unnachgiebig ich bin. Ich will es diesem Pastor unbedingt zeigen. Du bist doch dabei, oder? Genau, ich weiß zum Glück, wie man sich relativ leicht vergiften lässt. Dieser Schüttelfrost war echt nicht einfach. Ich musste mehrere Nächte unter freiem Himmel schlafen und gegen Monster kämpfen, damit wir uns erkälten und den Schüttelfrost kriegen. Aber vergiften ist leicht. Wir müssen nur in den Park, der gleich nebenan ist, lassen uns von ein paar Bienen stechen und in 0,nix sind wir vergiftet. Vielleicht schaffen wir das sogar heute noch schnell, bevor wir ins Hotel zurückgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Arztpraxis offen hat, das ist jetzt die Frage. Aber im Grunde hat er gerade erst aufgemacht, oder? Schauen wir mal. Hallo, Katze. Kommt die Seldi und macht ihre Runde. Die hat, glaube ich, geschlafen. Ist ganz vorsichtig. Was ist denn los? Schleicht ganz angespannt rum und guckt ganz genau. Vielleicht schreit er zu viel. Aber Seldi, the Lord hungers. Den Herr hungert. Verstehst du? Ja, läuft alles. Na, irgendwie hat es mir kurz die Verbindung gekappt. Ich weiß nicht warum, aber passt schon. Bin schon wieder da. Nee, diesmal was ich. Nicht schon wieder euren Internetanbieter schimpfen. Ich bin schuld. Oder mein Internetanbieter vielmehr. Oder meinen WLAN. Okay, gehen wir mit der Vergiftung uns heilen. Wie alle gleich. Aber ich glaube, das geht den meisten Leuten so. Keiner mag seinen Internetanbieter. Die sind immer unzuverlässig. Also, gefühlt. Ich meine, ehrlich gesagt funktioniert das Internet ja 90% der Zeit, aber oder mehr. Aber die 10 oder 5 oder wenn es nur 2% sind, wo es nicht funktioniert und man bräuchte es, die bleiben in Erinnerung. Pitiful beyond words. Oh, wie erbarmenswert! Viel zu schnell übermannt die Angst vor dem Gift dein furchtsames Herz. Den Herrn verlangt es nach deinen von Gift zerfressenen Körper am Abgrund des Todes. Am Abgrund des Todes, mein Sohn. So knapp soll es sein, dass du seine eisige Präsenz bereits spürst und zu spüren vermagst. Komm wieder, wenn dein Leben am seidenen Faden hängt. Im Ernst? Ich soll halb tot kommen. Na, da können wir schnell warten. Ich versuch's mal mit unter 100 HP nochmal. Ich glaube 100 oder vielleicht 200 HP. Ich glaube 100 HP ist Standard, oder? Na, da müssen wir vielleicht länger warten. Brüder und Schwestern, alle vier.
Lasset uns beten, auf dass die heiligen Tentakel uns zu sich nehmen, hinab in den Abgrund, auf dass wir ewig bewahrt sind vor den Gefahren des Jenseits der anderen Religionen. Im Namen der Tentakel und der Fangarme und des Schnabels. Amen.